Hallo und willkommen zurück, werte Zockerfreunde, zu Let's Play Risen 2. Wir sind immer noch auf der Insel der Diebe und sollen ein paar Sachen besorgen für den guten Jafar, denn der will uns ein Floß bauen, falls ihr das verpasst habt. Deswegen laufen wir hier ein bisschen fix am Strand entlang und suchen noch, ja, Treibholz. Und gucken uns natürlich ein bisschen die Gegend an, erforschen und erkunden die Insel. Da, ich meine, hier vorne waren wir jetzt auch schon, ja, da müssen wir gewesen sein. Ja, eigentlich könnten wir uns eigentlich. Oh, könnten wir. Machen wir doch einfach mal. Wollen wir es denn? Ja, die Insel der Liebe. Der Gnomfresser auf der Karte markieren. So, schauen wir doch mal. Da ist der Kahn. Und da, ah, da ist er. Der Grande Gozzo. Der Gnomfresser. Müssen wir natürlich uns in Acht nehmen. Ist bestimmt nicht einfach. Zurück zum Schiff. Na, die Aktion ist nicht möglich. Okay. Wollen wir auch gar nicht. Wir wollen jetzt mal weitermachen. Wo haben wir es denn noch? Wo sind die anderen Questen? Der Schlaue? Nee. Das Losungswort? Das ist eigentlich nicht das, was ich suche. Ja, dass der Schatz versteckt ist und das Amulett und dieses und jenes wissen wir. Dann müssen wir uns wohl doch so umschauen. Ich dachte, wir könnten das Treibholz uns anzeigen lassen. Dann hätten wir es ein bisschen einfacher, wenn wir über die Insel flitzen. Das Bett müssen wir uns auf jeden Fall merken, denn das wird, glaube ich, noch etwas länger dauern hier, bis wir das hier fertig haben. Die Insel ist nicht sonderlich riesengroß, aber es ist schon etwas zu erkunden. Ich laufe auch gerne durchs Wasser, weil ich einfach nicht die Muscheln verpassen möchte. Ich meine, wir besitzen schwarze Perlen. Aber ich weiß nicht, warum wir die Quest nicht abgeben können für die eine schwarze Perle. So, dann laufen wir einfach mal hier oben entlang und kommen dann wieder hier runter. Denn wir suchen ja jemanden eigentlich für den Ulvi, der ja wohl irgendwo hier am Strand sein soll. Ich hoffe, dass wir hier auch alle Questen wieder abschließen, weil den Ruhm möchte ich mir nicht entgehen lassen. Außerdem möchte ich es und so gerne alles sehen. Mir gefallen die Gnome richtig, richtig gut. Die sind mir doch echt sympathisch. So, mal eben hier entlang geflitzt. Eine Muschel sehe ich da jetzt nicht. Aber hier, da ist doch irgendetwas. Mal gucken, eben, was wir da hinten haben, bevor wir hier weiterlaufen. Einfach nur ein Übergang, okay. Ah, da ist doch. Hier, ich sehe es noch hoch mit dir. Das gute Heldenkraut oder die Schädelblüte hier im Game. Und da ist was Treibholz. Perfekt. 4 von 10. Vorne nicht noch irgendwo eins liegt, das wir verpasst haben könnten. Schaut aber nicht danach aus. Vielleicht schwimmt noch irgendwo ein Treibholz im Wasser. Davon gehe ich halt einfach aus. Und da. Na, na. Du fieses. Wie sagt die Petty immer? Miststück. Ne, nicht Miststück, Mistvieh. Oh, jetzt habe ich aber was gesagt. So, das nehmen wir natürlich alles mit. Kommen wir da oben hoch? Bestimmt. Wollen wir aber gar nicht. Oh ja, hier. Treibholz. Und noch mehr Treibholz. Ganz viel Treibholz. So, komm her, du Krabbe. Die Krabbe uns echt fernhalten von dem guten Treibholz, was wir nicht aufsammeln können. Doch, hier. Wo ist der Dialog? Da. Ja, perfekt, perfekt. Jetzt haben wir das Treibholz, die Lianen. Jetzt bräuchten wir nur noch ein Segel, was wir aus Gnomenhemden anfertigen müssen. Und dafür müssen wir den Gnomen einen Gefallen tun oder halt handeln. Eine Menge Gaggernüsse hier. Muschel noch mitgenommen. Da haben wir noch eine Krabbe und Pflanzen. Sogar mehr Krabben. Na, dann komm mal her. Eine
Eine bedrohliche Riesenkrabbe. Boah, das sind aber viele. Nee, nicht auf die, nicht auf die, auf die da, ja. Na, Mist, ich sehe nichts mehr. Drei Stück. Warum sind die denn bedrohlich? Ach Mensch. Stelle ich mich aber gerade verdammt blöd an. Na. Na, jetzt haben wir die. Jetzt sind sogar vier, ich glaub's ja nicht. Ja, die erschießen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, das war die beste Lösung. Dann kommt mal her, die kriegen wir doch auch noch. Na komm. Ah, wird's bald kommen. Nicht auf die. So. Das ist ein bisschen schwer mit der Maus. Ich habe ganz vergessen, wie man sein Ziel angesehen hat. Na, jetzt haut die uns halt. Oh, jetzt aber hier. Zack. Noch eine Zeitlupe. Aber eigentlich sind Riesenkrabben gar nicht mehr so ein großes Problem. Ich meine, das war jetzt die Masse, das waren vier Stück. Da muss ich mich auch direkt nochmal schlau machen, dann offscreen-mäßig, wie wir unser Ziel fokussieren können, falls das nochmal passiert. Aber warum sind die bedrohlich? Ist das eine Quest? Ich ahne es zumindest. Vielleicht ist ja hier der Kollege von dem guten Gnom irgendwo. Gucken wir uns einfach mal weiter um. Wir haben zwar das Treibholz, aber wer weiß, was wir hier noch finden. Da oben ist was. Die gute Würgeranke, da hinten sehe ich auch etwas, aber wir gucken uns hier erstmal um. Vielleicht ist hier noch irgendwas versteckt. Ein besonderes Blümchen oder so. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Einmal hinuntergehopst. So viel Grün, Dschungel. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt gleich noch eben hin, aber ich wollte mal eben gucken. Oha, okay. Boah, Hinterhalt. Gibt's ja nicht. Mach mal einen kleinen Sandwürfel. Kleine Scheiße, ne? Ich dachte mir schon, warum sind wir ja denn im Kampf? Zumindest weil ich es erkannt habe in der Kampfmusik. Aber dass auf einmal Sandteufel in uns auftauchen, das ist natürlich auch sehr interessant. Ach, da oben ist ja einer. Das ist doch bestimmt der... der Khalil? Atto, Atto, Dango Krito, ne Murksa! Nee, wir murksen dich doch nicht ab. Na, Kleiner, alles in Ordnung mit dir? Nee, gerne, Fraida. Du hast Angst, ja? Dango, Dango, Bonto Krito! Alles klar, du wirst von den Riesenkrabben da hinten bedroht. Jip, jip. Tualpo, Pleso, Pleso. Ah, Pleso, Pleso, wir haben sie schon erledigt. Du kannst ruhig wieder nach Hause gehen. Humifamo, Krito Murksa? Ja, richtig. Die Riesenkrabben sind tot. Du Famo, Humi Gumpo, Tutaki, Donna. Du willst mir was schenken? Oh, danke. Jip, jip. Hobi Kumpo! Da meine Feder bekommen, okay. Das nächste Mal passt du aber besser auf dich auf, ja? Mismilla, Mikasakawa! Ja, richtig. Ab nach Hause mit dir, kleiner Mann. Jip, jip. Ja, müssen wir dem guten Kali denn jetzt mal helfen, dass er ordentlich nach Hause kommt? Tantan! Mullo, mullo, Tantan! Schon gut, keine Ursache. Die Gnomensprache ist herrlich. Ja, ich weiß nicht, sollen wir den jetzt begleiten? Ich möchte ja nicht, dass dem was passiert. Und ich glaube, der läuft in eine Richtung, da waren wir auch noch nicht. Ja, das ist ein ganzes Stück und da waren wir selbst noch nicht. Ich glaube, wir begleiten doch einfach mal den guten Khalil. Natürlich tun wir jetzt vorsichtshalber mal speichern, wer weiß, was uns auf dem Weg da begegnet.
gleich nochmal so einen Panther. Spielstand wurde erstellt. Der gefällt mir nicht. Oder der Gnomenfresser kommt jetzt um die Ecke. Und entpuppt sich auch als Menschenfresser. Ach nee, hier unten ist doch direkt das Gnomendorf. Oder? Nee, das ist ein Haus. Ich weiß es nicht. Aber wie schön das doch aussieht. Mir fällt es die ganze Zeit auf. Ich weiß nicht, ob es euch auch auffällt. Mit den Lichteffekten. Ach, hier läuft er entlang. Okay. Ja, da hinten ist irgendwo der Gnomfresser. Da werden wir uns aber dann auch am Ende erst, glaube ich, mit beschäftigen. Obwohl, ich hätte echt Laune, da mal hinzugehen. Aber ich hätte auch wirklich Laune, dort mir mal die Höhle anzuschauen, oder was das da ist. Ich glaube, das ist eine Höhle. Da werden wir uns doch direkt mal hinbegeben. So, hier müsste das sein. Da hinten geht es auch noch weiter. Jetzt gehen wir aber erstmal hinein. Ist das eine Höhle? Spielstand. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Oh, ekliges Mistvieh. Verzeiht. Nee, keine Höhle, kein Nix. Aha, aha. Ein Krabbenstecher, okay. Und das war's dann auch schon. Oh, schade. Ich dachte, das ist wieder so ein Höhleneingang oder so. Aber nichts dergleichen. Und der Sandteufel, mein Gott. Dann gucken wir uns nochmal weiter um. Was finden wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie einen schwarzen Ball oder eine schwarze Kugel. Was war denn hier oben? Nichts mehr. Dann mal unten weiter entlang und hier ist auch schon Ende. Oha. Ja, ins Wasser sollten wir auf jeden Fall nicht und hoch kommen wir auch nicht. Ja, dann haben wir gar nicht mehr so viele Wege. Aber so groß ist die Insel doch gar nicht. Ich meine, hier vorne sind wir nicht gewesen. Hier war irgendwo das Bett. Hier haben wir die Krabben eben besiegt, hier vorne. Tja, dann ist die Insel doch gar nicht so groß, wie ich sie mir vorgestellt habe, Freunde. Na, lauf schon. Dann geht das doch zügiger als gedacht. Dann dauert es doch wirklich gar nicht so lange. Dann wollen wir uns doch gleich mal um den Gnomfresser kümmern. Aber erstmal sagen wir dem guten Ulvi Bescheid, dass sein Freund auch heil nach Haus gekommen ist. Vielleicht schenkt er uns ja auch etwas. Und da oben hoch. Ist da eine Beere? Nee. Vielleicht schenkt der Ulvi uns ja dann auch etwas. Nee, da können wir nicht hoch. Naja. Obwohl, hier unten waren wir jetzt auch noch nicht, da es hell ist. Also ich weiß, hier irgendwo in der Nähe haben wir den Panther umgebracht. Wenn ich es jetzt richtig erkenne. Schauen wir vorsichtshalber nochmal hier unten nach. Nicht, dass wir was vergessen haben. Ich habe wohl immer das Gefühl, dass ich irgendwie etwas verpasst habe. Ich habe auch wahrscheinlich eine Menge verpasst, ist mir klar. Wenn man so ein Let's Play zuguckt, dann sieht man immer mehr als der eigene Let's Player. Zumindest ist es oft der Fall. Da guckt man zu und dann da. Oh, er sieht es nicht. Schlimm ist es halt immer nur, wenn es wirklich wichtige Sachen sind. Deswegen gucke ich mich lieber vorsichtshalber nochmal um. Aber ich glaube, selbst mir ist es schon passiert, dass ich dann zweimal über irgendwelche Blümchen gestoßen bin und sie übersehen habe. Zum Beispiel wie dort. Aber sie sind ja auch schwer zu erkennen. Jetzt gucken wir mal hier. Da ist unser Bett. Hinlegen müssen wir uns eigentlich nicht. Oh, waren wir hier jetzt schon? Nee, anscheinend nicht. Da haben wir noch ein Blümchen. Es ist auch schwer, die Orientierung zu behalten, wo man gewesen ist und wo nicht.
Hier am Strand, meine ich, sind wir gewesen. Da ist die Truhe, da sind wir mit dem Jafar entlang gelaufen. Und hier waren da schon die erste Kreuzung. Ja. Also, seht ihr? Wenn man vom Teufel spricht. Und da sogar noch mehr, weil hier sind wir noch nicht entlang gelaufen. Na, Proviant nehmen wir natürlich mit. Da oben, meine ich, sind wir gewesen. So, dann gucken wir doch mal eben auf der Karte. Da sind wir schon gewesen. Dort auch. Das ist Jafar seine Höhle. Dann gehen wir ins Dorf. Und, ach, hier oben waren wir noch nicht. Dort geht's weiter. Und dort ist auch eine Höhle. Also haben wir doch noch einen Weg, den wir fast übersehen hätten. Aber dank der Karte nicht. So, wo ist das denn? Nee, hier ist der Zeki. Der Zeki, war das Zeki? Blemo. Armer Zeki. Ach nee, dem Zeki wurde ja was geklaut, und zwar von den Ameisen. Also zumindest Termiten. So, dann gehen wir mal hier runter. Die Termiten müssen wir nämlich noch finden. So, war das hier? Ich glaube, hier war das. Hack du! Nee, Nori wollte was haben. Ja, das gute Gedächtnis. Sehr löchrig, das Gedächtnis. War das jetzt hier oben? Nee, Gnome, hier ist der Kahn. Also war es doch dann hier runter und dann rechts. Meine Güte. Oder auch nicht? Nee. Wo war das denn jetzt nochmal? Verzeiht, ein bisschen aus dem Konzept. So gut kenne ich mich auch nicht aus. Hier ist der Kali, alles klar. Dann mal eben fix rein. Kalil Kumpo! Dini Kalil Kumpo. Was? Ach so, ja, Kalil, dein kleiner Freund. Aha, ich verstehe schon. Wegen deinem Kumpel Kalil. Er hat mir diese Feder hier gegeben. Kalil gebe Feder? Tantanomi. Ulvi jetzt weiß, was ist mit Kalil. Ulvi danke Menschen und gebe schwarze Perle. Ah, cool. Hast du vielleicht auch Hemden? Menschenfreund. Ulvi gebe Hemden für Menschen. Danke, Kleiner. Oh, zweimal Hemd erhalten, finde ich super. Sollen wir tauschen? Jip, jip. Ulvi tausche mit Menschen. Und wir können sogar handeln. Ach, wer sagt's denn? Aha, mal gucken, was der gute Kerl denn dabei hat. Kugelsicher. Ein Klingenring mit 20 Diebeskunst. Oh, das ist nicht verkehrt. Wie teuer ist der denn? Oh, 1000. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Ring der Gier haben wir. Ja. Eine Schatzkarte. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Der Schatz im Tal des Gnomfressers. Da müssen wir so und so hin. Ich weiß nicht, ob wir die Bombe brauchen. Was macht man eigentlich mit Bomben? Wir haben ja bisher nicht wirklich irgendwelche eingesetzt. Vielleicht für den Gnomfresser? Ich glaub's nicht. Weil wenn das wirklich so ein Monster vom Mara ist, dann brauchen wir eher den Speer. So, jetzt haben wir noch einen Weg, und zwar führt er hier oben entlang. Nee, hier nicht, sondern einen weiter. So, und zwar hier. Hier müssen wir doch entlang. Zumindest glaube ich das. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Gucken wir uns doch mal um. Die gute Blutwurzel, die nehmen wir mit. Ja, und ich sehe schon, Termiten. Dann sind wir auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Aber das, Freunde, in der nächsten Folge. Bis dann.